Wunderschönen guten Abend. Geht's euch allen gut? Ja. Sehr nice. Vielleicht die letzte Show dieses Jahres für mich, für die Künstler. Deswegen danke, dass ihr da seid. Wir haben mega Lust. Mein Name ist Khalid. Ich komme aus Frankfurt und ich bin Stand-Up-Comedian. Und ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich sollte mein Vater heute hier sein. Problem ist, der kann nicht so gut Deutsch. Und er arbeitet auf der Baustelle und bringt dort immer den lustigsten Scheiß. Er merkt das gar nicht mal. Ich mache euch mal ein Beispiel. Guck mal. Er war auf dem Weg zur Baustelle, zur Arbeit. Es hat geschneit. Er kennt das Wort für Schnee nicht. Jetzt ruft er auf der Arbeit an und sagt, Chef, ich komme zu spät. Problem ist, wie Regen, aber andere Material. Diese von oben. Weiß. Ja, bitte mal klatschen, weg in das Sprichwort. Wird schon schief gehen. Kennt man. Mega Problem mit dem. Er ist auf der Baustelle, der Bauherr sagt, mach die Wand bitte gerade. Mach sie. Du sagst, ja, ich mache ihn gerade. Du sagst, Solo, weiß ich, wird schon schief gehen. Der checkt das nicht. Nein, nichts schief, ich mache ihn gerade. Du sagst, Solo, das ist nur eine Redewendung. Der checkt das immer noch nicht. Keine Wendung, nichts. Ich mache ihn gerade. Ja, der macht das jedes Mal mit uns. Ich war mit ihm im Aldi, der ist zu der Kassiererin gelaufen und hat gefragt, haben Sie L? Die Dame sagt, was ist ein L? Jeder kennt L. Oliven L. Raps L. Kürbiskern L. Und dann hat sie es geschehen, ach Öl. Der sagt, ja, ich sage ein L. So, das ist genial. Guck mal, wir haben alles im Aldi. Wir holen alles aus dem Aldi. Jugos, wir lieben Aldi. Sogar Klamotten. Aber eins wussten wir wirklich nicht. Wir haben es nicht gewusst. Wir wussten nicht, dass man sich im Aldi nicht umziehen darf. Die armen Kunden, die kamen rein. Mehl, Butter, Wasser. Nacktes jugoslawisches Kind. In Fußballschuhe. Ja, Papa, die sind toll. Ja, das war immer genial. Guck mal, in den 90ern, gell, war Aldi für uns wie Amazon heutzutage. Die haben alles. Und wir waren alle Aldi Prime-Kunden. Wir waren da. Ja, und sogar Makler haben das für sich genutzt. Wenn ein Makler keine Wohnung wegbekommen hat, hat er Folgendes gemacht. Du, ich krieg die Wohnung nicht weg. Schreib's einfach Aldi in der Nähe. Da ruft irgendein Jugo an, der nimmt's mit. Gemacht, getan. 10 Minuten später, Jugo ruft an. Wie viele Zimmer haben Sie? Der sagt, das ist nur eine Einzimmerwohnung. Der sagt, ein Zimmer, ich habe 9 Kinder. Perfekt, ich nehme. 9 Kinder? Brauchen Sie nicht etwas Privatsphäre? Nein, nein, wegen zu viel Privatsphäre. Ich habe 9 Kinder. Wir schlafen alle im Wohnzimmer. Besser. Ja. Es war wahnsinnig. Mein Vater hat mir viele Dinge in meinem Leben beigebracht. Das Wichtigste war für mich meiner Meinung nach die automatische Schaltung beim Auto. Ihr kennt das alle. D, Drive, für Fahren. N, Neutral, Leerlauf. Und P, Parken. Jetzt seine Erklärung. D, Achtung, Lernen. D ist, darfst du fahren. Ich sage, okay, was ist N? N, gut aufpassen. N ist, nichts fahren. Okay, und P? P ist, bleib stehen. Genial, oder? Sein Deutsch ist. Der hat mir auch zum Beispiel eine wichtige Lektion beigebracht. Wir waren in Jugoslawien an einem Fluss. Ich war ein kleiner Knirps, hat meine Hand festgehalten und hat gesagt, Sohn, siehst du diesen Fluss? Ich sage, ja. Schwimmen lernen. Ja, es war ein bisschen assi, gell? Es war ein bisschen assi, dachte ich auch. Aber der hat mich auch rausgeholt, 8 Kilometer weiter südwestlich. Das Ekelhafte war, der ist mit der Strömung mitgefahren, Fenster runter und gibt mir Tipps. Schwimm! Wie Frosch! Jetzt, ja, trink nicht, wir haben Wasser zu Hause, schluck nicht so viel. Das war schon genial, ich habe viel gelernt an diesem Tag. Und also am Ende, wir sind sehr, sehr abergläubisch, wenn wir uns verabschieden. Jugos, wir sind sehr, sehr abergläubisch. Wir sagen nicht so Dinge wie, wird schon schief gehen oder so, weil dann kann es schief gehen. Wir haben da mega Angst. Wir sagen nur, geh und komm. Mehr sagen wir nicht. Jetzt war das meine erste Klassenfahrt, Leute. Ich war so happy. Schweiz, Skifahren. Was passiert? Ich will gerade in den Bus und die Mama von meinem besten Kumpel, Khaled, Hals- und Beinbruch. Mein Vater, was? Khaled, raus aus Bus. Dein Sohn, Hals- und Beinbruch.
Ja, wie soll dieser Junge arbeiten in 10 Jahren auf Baustelle mit Hals und mit Beinbruch? Wie? Der war noch sauer. Jetzt erkläre ich ihm, bitte, Papa, bitte, nein, ich will unbedingt mit Ski fahren. Das ist nur eine Redewendung, die meint genau das Gegenteil. Der sagt, okay, geh in den Bus rein, mein Sohn. Ich will aber noch was sagen. Der geht zum Bus, guckt alle an. Kinder, viel Spaß in Schweiz. Hoffentlich Bus machen Überschlagungen und alle verbrennen. Aber andersrum, Dankeschön, das war's von mir. Mein Name ist Halit TV, danke vielmals. Danke, 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 danke. Halit TV.